Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 25. Kalenderwoche, der Woche, die am 17. Juni beginnt und bis zum 23. Juni geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond. Bis zum Freitag, von Freitag auf Samstag an den Wochenende, haben wir dann einen Vollmond und bis dahin werden sich die Energien verdichten und zu einem Höhepunkt kommen. Es könnte für uns alle ein aufregendes Wochenende dann werden, ne? Schauen wir mal. Ich habe schon ein bisschen gesehen. Aufregend. Aber wir brauchen natürlich das Gesamtbild. Lieber Krebs, wir wollen uns auf jeden Fall in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen die Woche von Krebs ansehen. Und brauchen jetzt nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Der Stern. Ja, ich hatte ihn ja eben schon gesehen. Und das ist wirklich wunderschön. Der Stern spricht von einem gereinigten Zustand. Du hast dich von etwas sehr gut erholt und fühlst dich davon jetzt gereinigt und gelöst und das befreit deinen Geist, ne? Das befreit auch deine Vorstellungskraft und dadurch könnte es eine Woche voller Inspiration werden, in der dir viele Ideen kommen, ne? In der du auch einen gewissen Weitblick hast, was deine Zukunft betrifft auch, eine gewisse Klarsicht, was deine Zukunft betrifft. Und das heißt einfach auch, dass man sich der Möglichkeiten bewusst wird, die so vor einen liegen, ne? Und es ist eine Woche, in der du es dir erlauben kannst, ein wenig zu träumen. Sowieso natürlich auch immer, aber in dieser Woche werden deine Träume, was deine Zukunft betrifft, auch eine Realität besitzen. Und Wünsche und Vorstellungen können ja immer in gewisser Hinsicht real werden, aber diese Hellsichtigkeit besteht hier einfach, ne? Und das könnte dir auch in dieser Energie eine sehr gute in dieser Energie auch eine wirklich sehr gute Idee kommen. Vielleicht wird sogar auch ein Wunsch für euch wahr, ne? Also für manche von euch, da kann das passieren. Andere von euch werden die Erfahrung machen, dass ihr euren Wünschen näher kommen werdet. Ja, dass sie in greifbare Nähe rücken, dass sie plötzlich viel realistischer dir vorkommen werden. Ja, das ist ja schon mal hier ein vielversprechender Anfang und ich bin gespannt. Ja, erkenntnisreich auch. Ja, die drei Schwerter kann auch eine Heilungskarte sein. Aber die drei Schwerter deuten tatsächlich auf eine Verletzung hin. Vielleicht beschäftigst du dich mit einem alten Thema. Oder es geht in dieser Woche viel noch darum. Und in Bezug auf dieses alte Thema, ich kann mir nicht vorstellen mit der Energie des Sterns, dass es eine neue Verletzung ist. Außer sie trifft schon eigentlich in der Woche davor zu. Wir schauen uns das gleich hier genauer an. Sondern ich glaube, es ist mehr so die Wiederholung eines alten Schmerzes, ne? Dass man die Erfahrung wieder mehr an sich ranlässt, diese in irgendeiner Hinsicht auch nochmal durchlebt dadurch, aber dadurch auch einiges verstehen lernt und verarbeitet. Karte ist auch erkenntnisreich, ne? Es geht hier auch um die Einsicht, dass man etwas verstehen lernt, wodurch sich ein alter Schmerz auflösen kann. Ja, und das kann natürlich schon auch bedeuten, dass dieser Schmerz eben dir nochmal sehr deutlich wird und dass die Wahrheit, die dahinter steckt, die damit in Verbindung steht, auch einen sehr bitteren Beigeschmack hat, ne? Irgendwie auch, ja, eben nicht schön ist, aber in dem Moment, wo du sie annimmst, lieber Krebs, löst sich das Problem auf. Ja, gepaart ist diese Energie mit der Königin der Stäbe. Und die Königin der Stäbe kann jetzt eine andere Person in dein Leben sein. Das ist sogar sehr gut möglich, weil hier haben wir es mit einer Feuerperson zu tun, ne? Und du selbst bist ja kein Feuerzeichen. Es könnte aber auch, je nachdem, man könnte sich auch vorstellen, dass diese Energie sich auch auf dich beziehen könnte. Dass es auch vielleicht ein Stück weit etwas von beiden ist. Was mir so als erstes so ein bisschen einfällt, die Königin, nun gut, die Königin kann auch eine männliche Person sein, aber oft
ist die Königin eine Mutterfigur, ne? Oder vielleicht sogar eine Vaterfigur dann, ne? Oder eine Autoritätsperson in deinem Leben? Ein Lehrer, eine Lehrerin, ein Erzieher, eine Erzieherin, ne? Oder ein anderes Vorbild, ne? Dem du begegnet warst. Und könnte mir vorstellen, dass diese Situation eben mit der Vergangenheit, ne, irgendwie verknüpft ist, mit deiner Kindheit womöglich oder mit einer Erfahrung auf der Arbeit, die dir auch nicht gut tat, ne, oder dir irgendwie eine Verletzung zugefügt hat, an der du lange gearbeitet hattest. Ja, die du jetzt aber heilen kannst. Und vielleicht begegnest du zum Beispiel einer Person, die dich an diese Person erinnert von damals, ne? Oder du begegnest tatsächlich dieser Person und wirst diesen Konflikt mit dieser Person austragen. Diese Person kann sehr gut ein Feuerzeichen gewesen sein, ne? Löwe, Widder, Schütze wäre da denkbar. Aber natürlich auch ein anderes Sternzeichen wäre denkbar. Es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr dominant auftritt, ne? Sehr fordernd sein kann auch, aber auch sehr behütend ist, ne? Alles für ihre Liebsten tut, ne? Eine Person, die mit voller Leidenschaft und vollem Herz dabei ist, die aus vollem Herzen heraus liebt. Ja. Aber das kann halt natürlich mitunter auch erdrückend sein, ne? Ja. Also, falls du dieser Person wieder begegnest, sehe ich hier deutlich, dass die Situation sich zwischen euch geändert hat, haben und dass hier wirklich viel Harmonie mit im Spiel ist, ne? Und man sich doch hier auf einer tieferen Ebene verstehen lernt. Und das kann natürlich das heilsame Erlebnis dann sein, ne? Doch es ist hier wirklich möglich, eine ganz neue Atmosphäre zwischen euch beiden zu schaffen, eine ganz neue ja, Umgebung, ein ganz neues Verhältnis zwischen euch beiden. Ne? Und das hat auch etwas damit zu tun, dass ihr beide jeweils auf eurer Ebene gereift seid, ne? Und euch jetzt mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz begegnen könnt. Diese Karten lassen sich auch ganz anders interpretieren. Ne? Es sind ja immer verschiedene Interpretationsmöglichkeiten denkbar. Und zum Beispiel könnte die Königin der Stäbe sich auch auf dich beziehen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht auf der Arbeit eine Führungsposition angenommen hast, ne? Oder in der Arbeit die Führung eines Projektes übernommen hast. Und da gibt es womöglich Einsichten, die schwer sind zu verarbeiten, ne? Vielleicht hast du tatsächlich auch einen Fehler gemacht oder dir hat jemand eine Schwäche offenbart oder dir ist selbst eine Schwäche bewusst geworden, aber du findest dafür eine Lösung. Und diese Lösung ist so kreativ, dass sie eigentlich wirklich ja sehr erfolgsversprechend sein wird, ne? Sein wird tatsächlich. Es kann auch sein, dass du hier mit Geldproblemen zu tun hattest und das die schwere Einsicht war und dass du hier dein Leben aktiv in die Hand nimmst, vielleicht auch durch eine Person, die der Königin der Stäbe entspricht, und du dann dadurch deine Finanzen aufbesserst. Ja, aber da ist eine schmerzhafte Einsicht dabei. Also du wirst über diesen Weg Erfolg haben, ne? Aber etwas. Ein Wermutstropfen ist dabei, etwas trifft dich daran. Vielleicht ist es so ein bisschen auch, wenn das zum Beispiel hier deine Mutter oder dein Vater sein sollte und jetzt ist das Verhältnis viel besser, dann kann das auch manchmal so ein Gefühl auslösen. Ja, warum war es damals nicht so gut? Ne? So ein Wehmut ein wenig, ne? Dass man so ein bisschen die Vergangenheit betrachtet und irgendwie das dann einfach so ein bisschen schade findet, dass sowas Gutes nicht vorher passiert ist. Aber sowas hat manchmal auch einen höheren Sinn, ne? Und man wäre ja nicht die gleiche Person, die man jetzt im Hier und Jetzt ist, wenn das alles nicht so gewesen ist, wie es war.
Und eine Versöhnung, auch wenn sie spät kommt, ist auch viel wert, ne? Natürlich. Ist viel wert. Genau wie ein verspäteter Erfolg, ne? Vielleicht wirst du hier in deinem Beruf erfolgreich sein, hast aber einen längeren Leidensweg hinter dir. Und du denkst dir jetzt in der, wenn du die Vergangenheit betrachtest, wie unnötig dieser ganze Ärger eigentlich war, ne? Aber vielleicht war es nicht unnötig, ne? Vielleicht sollte das alles so passieren. In dieser Woche wirst du mit oder durch oder als diese Person auf jeden Fall erfolgreich sein, ne? Und das ist toll. Das ist gut. Ja, der Erfolg hat sich schon eingestellt. Aber das ist jetzt quasi auch schon die Weiterverarbeitung dessen. Du warst in der Vergangenheit bereits erfolgreich. Du hast Fortschritte gemacht. Dein sozialer Status hat sich womöglich erhöht oder deine finanzielle Situation hat sich verbessert oder deine familiären, freundschaftlichen und Beziehungen, ja, die ganzen, dein Privatleben hat sich vielleicht auch einfach verdichtet, ist stabiler geworden, da ist mehr Geborgenheit drin, mehr Innigkeit, mehr Harmonie, mehr Einigkeit auch, ne? Und auch auf mehreren Gebieten ist das denkbar. Das stellt dich aber womöglich oder stellte dich vor neuen Herausforderungen und eben auch gewissen Einsichten, die schmerzhafter Natur sein können. Vielleicht auch Wahrheiten, die hier ans Licht kommen, ne? Diese neue Situation hast du genommen oder wirst im Laufe der Woche eben in dieser Situation nehmen und daraus etwas Stabiles machen. Und damit hast du dann eine Vollständigkeit erreicht. Das ist wie so das i-Tüpfelchen auf diesen Erfolg. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Ass der Kelche. Neue Wertschätzung. Das ist schön, ne? Dass du über diesen Weg wirst du neue Wertschätzung erfahren für dich und deine Situation, in der du dich befindest und auch die Liebe, die in deinem Leben besteht. Ne? Gerade wenn es hier um eine Versöhnung mit jemandem aus deiner Vergangenheit geht, ne? Mit einem Elternteil womöglich, ja, sehe ich, dass diese Versöhnung viel Liebe in deinem Leben erzeugen wird, ne? Und sich als sehr heilsam für dich herausstellen wird, dass du auch etwas Neues über die Liebe lernen wirst. Einen neuen Bezug, ein neues Verständnis, ne, und vertiefende Gefühle erfährst. Auch die Wertschätzung, ne, die Selbstliebe wird sich positiv bemerkbar machen, wird sich in dir noch weiter entfalten und das wird dir auch sehr bewusst im Laufe dieser Woche auffallen, ne? Ja, natürlich gilt das auch das Gleiche, wenn es hier um eine berufliche Weiterentwicklung geht, ne? Und das Ass der Kelche könnte natürlich auch für eine neue Liebe in deinem Leben stehen, also eine neue Person in deinem Leben, die du kennenlernen wirst, zu der du diese Gefühle entwickeln wirst. Die Acht der Scheiben steht für einen aufbauenden Prozess, dass du hier doch etwas sehr Nachhaltiges schaffen wirst über diesen Weg, etwas, was Bestand haben wird und tatsächlich das Potenzial besitzt, zu einem späteren Zeitpunkt sehr positiv aufzublühen und dir ja noch mehr materiellen Erfolg schenken kann, ne? Oder das Gefühl von Stabilität und Sicherheit, Selbstsicherheit. Das ist auch etwas, worauf du selber hinsteuerst, ne? Was du beabsichtigst, worauf du hinarbeitest. Und ich sehe hier, dass du mit den ganzen Entwicklungen sehr umsichtig, sehr wertschätzend umgehst und ja, diese Entwicklung wie ein Schatz behütest. Ne? Also, sobald sich eben das Positive hier eingestellt hat. Das kann wirklich auch erst,
dass du dies als Schatz empfindest, ne? Zum Ende der Woche eintreten. Das ist ein langerer Prozess, der sich hier bemerkbar macht. Wenn es hier um eine neue Liebe geht, sehe ich hier auch in dieser Karte eine längere Kennenlernphase, bei der beide Personen sich sehr vorsichtig, aber sehr aufmerksam aneinander nähern. Die 8 der Scheiben sind auch ein Hinweis darauf, dass du gerade aktuell etwas Neues dazulernst oder auch in den nächsten Wochen. Vielleicht weißt du das jetzt schon. Oft ist es dann etwas Praktisches, etwas ganz konkret, was man hier neu lernt. Die Prinzessin der Stäbe könnte hier eine jüngere Version von der Königin der Stäbe sein oder eine andere Person, die diesem Menschen sehr ähnlich ist. Denn die Prinzessin der Stäbe ist auch ein Feuerzeichen, ne? Aber die Prinzessin kann auch eine männliche Person sein, bringt hier halt viel mehr jugendliche Energie mit rein, ne? Ist eine jugendliche Person, die noch so ein bisschen also die einfach das Leben vor sich hat noch, ne? Und ein bisschen unbedachter, weniger vorsichtig an die Sache herangeht. Eine draufgängerische Person, die das Leben in vollen Zügen genießen möchte und sich einfach voll und ganz lebendig fühlen möchte. Eine Person, mit der man viel erleben kann, ne? Also die sehr aktiv ist, sehr dynamisch, auch sehr leidenschaftlich. Ach so. Man könnte jetzt durch die Karten vermuten, dass diese Person sich aus, ja, eben auch etwas beenden möchte und vielleicht eine Verbindung mit dir beendet. Das könnte man ein bisschen so denken. Aber andererseits ist hier mit den 10 der Kelchen das auch so ein bisschen widersinnig. Ich kann mir eher das Gegenteil vorstellen, dass es vielleicht gerade aktuell Umstände gibt zwischen euch beiden, die ein Zusammentreffen, ein sich verbinden verhindern. Und dass diese Person das aber überwinden wird und dann mehr Harmonie in eurer Beziehung eintreten wird. Ja, mehr Gemeinschaftssinn, ne? Mehr das Gefühl, zusammenzugehören. Ja, gerade wenn es sich hier um deine Mutter zum Beispiel oder deinen Vater handeln sollte, ne? Kann ich mir vorstellen, dass deine Mutter oder dein Vater eben hier viel mit sich selbst zu kämpfen hat, so ein bisschen über den eigenen Schatten springen muss, ne? Vielleicht, weil diese Person etwas ansprechen möchte, was diese Person schon lange belastet, aber diese Person hat sich nie getraut, das offen auszusprechen. So eine Situation kann das hier sein. Das wird die Person aber tun und das kann eben auch eben diese schmerzhafte Erfahrung bei dir auslösen. Diesen Schmerz aber letztendlich sieht man, dass ihr euch dadurch näher kommt, ne? Näher kommt. Als du es auch denken magst, ne? Auch auf der Arbeit kann das so eine Situation sein, ne? Dann wäre das so ein bisschen so, dass die Prinzessin der Stäbe auf jeden Fall dir zuarbeitet mehr, ne? Also du bist von euch beiden die mit mehr Erfahrung oder höhere Position oder älter. Und diese Person hat aber etwas dir Dringliches zu sagen. Es ist vielleicht sogar ein Kritikpunkt. Aber es fällt dieser Person nicht leicht, das zu sagen. Aber diese Person hält es nicht aus. Ne? Du musst das irgendwie loswerden oder ist ihr ein wichtiges Anliegen. Und ja, zuerst könnte dich das auch wirklich bestürzen. Aber letztendlich führt das zu einer positiven Lösung. So eine Fälle können das sein. Und du wirst ja auch zufrieden sein, ne, mit den Entwicklungen. Ja, sogar sehr, ne? Der Magier gibt dir das Gefühl,
dass alles möglich ist, ne? Also, du könntest wirklich mit spielerischer Leichtigkeit gewisse Probleme in deinem Leben lösen. Und das Leben nach deinen Vorstellungen gestalten. Und Spaß daran zu haben, das zu tun, ne? Spaß am Spiel des Lebens zu haben. Das kommt natürlich durch diese kreative Lösung, durch diese Verbindung, durch diese Einigkeit, durch dieses Gespräch, was auch immer hier raus resultiert. Das wird dich sehr mobilisieren, sehr motivieren. Und du wirst hier, ja, sehr viel Dynamik haben, deine Ziele, deine Wünsche so schnell wie es geht umzusetzen. Ist auch eine schnelle Karte, ne? Aber auch vor allem auch eine verspielte. Eine Karte, bei der man auch Spaß hat, die Dinge umzusetzen. Gerade wenn du eine Führungsposition hast, sehe ich hier auch tolles Verhandlungsgeschick, dass du in der Lage bist, andere von dir und deinen Ideen zu überzeugen. Ne? In der Liebe, in der Partnerschaft ist mehr so dieser Aspekt von Faszination zu nennen, dass der andere von dir fasziniert ist, dass du eine sehr starke Ausstrahlung zurzeit hast. Vielleicht bist du ja auch in beiden Fällen diese Feuerperson und du hältst es mit etwas nicht mehr aus. Und die Einsicht darüber, das tun zu müssen, ist auch schwer. Ja, so eine Situation kann es auch sein, ne? Aber dann, wenn du es wagst, das zu tun und dich zu befreien, werden ganz viele tolle Gefühle in dir dadurch aktiviert. Und dadurch diese Lebendigkeit. Also es sind tolle Aussichten für dich, lieber Krebs, ne? Hier in deiner sozialen Umgebung eine Prinzessin der Schwerter. Und auch hier gilt, dies kann eine andere Person in dein Leben sein und das ist wahrscheinlicher. Aber diese Karte könnte sich auch auf dich beziehen. Besonders dann, wenn du dich hier auch selbst als Prinzessin der Stäbe gesehen hast. Wenn die Prinzessin der Schwerter sich auf dich bezieht, dann nimmt deine soziale Umgebung dich als Prinzessin der Schwerter wahr. Die Prinzessin der Schwerter ist eher eine Luftperson. Wassermann zeigt sich auch hier, Waage auch hier. Und Zwillinge. Zwillinge sehe ich jetzt nicht so viel. Aber Zwillinge könnten es auch sein, in der Kombination mit Feuer, besonders Wassermann oder Schütze. Die Prinzessin der Schwerter ist auf jeden Fall ein etwas rebellischer Charakter, eine Person, die die Dinge etwas anders angeht als andere, eine Person, die auch Tabus anspricht und unangenehme Themen, aber eine sehr intellektuelle, sehr intelligente Person, mit der man sich gerne unterhält, die auch viele gute Ideen besitzt. Und einfach ein Freigeist ist, ne? Und vielleicht wirst du in dieser Woche als diese Person wahrgenommen. Oder du hast es mit so einer Person zu tun, oder beides. Tja, auch etwas undurchdringlich. Hier eine Königin der Scheiben. Das könnte hier auch diese Königin sein. Eine bodenständige, eine treue Person, ein Erdzeichen, Steinbock, Stierjungfrau oder hier Widder auch genannt. Dann noch der Prinz der Schwerter. Einen Prinzen hatten wir jetzt noch nie, deswegen könnten das auch zwei unterschiedliche Luftzeichen sein. Oder eben eine Seite von der Prinzessin, also vom Reifegrad. Gibt es hier nicht so viele Unterschiede zwischen Prinz und Prinzessin, ne? Deswegen könnten das auch die gleichen Personen sein. Man könnte das auch so interpretieren, dass diese Königin der Scheiben ein Chef ist, eine Chefin oder eine Mutter- oder Vaterfigur und hier so die Mitarbeitende oder die Familienmitglieder gemeint sind.
Hier ist auf jeden Fall ein Ast der Scheiben zu sehen und die Prinzessin der Schwerter sieht für sich auf jeden Fall eine tolle neue Perspektive im Leben, um mehr Stabilität und Halt im Leben zu erschaffen. Vielleicht ist es sogar ein neues Jobangebot, vielleicht eine neue finanzielle Möglichkeit, eine neue Einnahmequelle oder einfach die Aussicht auf eine stabile Beziehung oder stabilere Verhältnisse, ne? Im Zuhause, in der Familie. Hier gibt es etwas Neues, was diese Person für sich sieht, ne? Eine neue Perspektive. Und auch hier die Kunst, ne? Die 10 Scheiben, die hatten wir auch schon hier. Also diese beiden Situationen sind definitiv miteinander verknüpft. Es wird turbulent, aber es ist eigentlich im Grunde sehr, alles sehr, sehr stabil. Und diese Harmonie, diese schöne Lösung wird hier kreiert. Ja, du bist hier wirklich sehr auf Zukunft eingestellt. Was deine eigene Zukunft betrifft, lieber Krebs, bist du sehr am Träumen. Und siehst nach vorne, ne? Da ist viel für dich, was du zu erleben hast. Du hast viel vor dir in deiner Zukunft. Du siehst viele Möglichkeiten, du siehst mehr Perspektiven als sonst und du freust dich auch auf das Kommende. Das Einzige ist das Vergangene, was dir gerade so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen könnte und dir aktuell noch Schwierigkeiten bereitet. Ich sehe hier aber deine Bereitschaft, dich davon zu lösen, das endlich hinter dir zu lassen, komplett abzuschließen. Diese Bereitschaft sehe ich bei dir. Begegnen wirst du zum Wochenende einen Ritter der Schwerter und das kann eine reifere Version sein von den Prinzen oder der Prinzessin der Schwerter. Es kann aber auch eine ganz neue Person sein. Es kann auch jemand auf der Arbeit sein, der hier noch nicht erwähnt wurde, ne? Der Ritter der Schwerter ist eine Luftperson, Wassermann, Waage, Zwilling, eine sehr rationale Person, eine Person, die sehr durchdacht ist, sehr logisch ist, ja, auch viele Ideen hat, aber diese Ideen strukturieren möchte und auch zu einem Konzept verarbeiten möchte. Manchmal hat der Ritter der Schwerter auch eine beratende Funktion. Vielleicht wirst du einen Berater aufsuchen, jemand, der dich juristisch berät, das kann auch sehr gut sein, oder etwas Wissenschaftliches, etwas rein Faktisches, ne? Das kann auch gut sein. Ja, hier kann auch der Entschluss für dich widergespiegelt sein, zum Anwalt zu gehen, ne? Oder eine Klage einzureichen. Das könnte auch sein, ne? Dass du hier anerkennst, dass es nicht nur begründet ist, dass es so, sogar auch das Richtige ist, ne? Dass es wichtig ist auch für dich, auch für deinen Verarbeitungsprozess und einfach auch aus Gerechtigkeit heraus, ne? Und vielleicht bekommst du durch diese gerichtliche Angelegenheit ja sogar noch Geld, ne? Also das könnte ich mir sogar noch vorstellen, sogar ganz gut vorstellen. Der Ritter der Schwerter könnte natürlich aber auch eine ganz andere Funktion haben. Tja, sieht mir ja wirklich nach einem Berater aus, ne? Jemand, der sehr kritisch ist und ganz genau hinguckt. Und auch nicht unbedingt sehr optimistisch ist, was den Erfolg dieser Sache betrifft. Dieser Mensch möchte dich halt gut beraten und nimmt es diesbezüglich sehr, sehr genau. Und ist nicht unbedingt so der Mensch, der super motivierend ist, ne? Aber ein Mensch, der zur Vorsicht warnt. Und es könnte sein, dass du nach dem Gespräch eigentlich mehr Angst hast als vorher, ne? Also, oder dir mehr Sorgen machst als vorher. Aber damit wird auch dein Mut ein wenig getestet, ne? Also die Sache scheint mir hier schon sehr vielversprechend zu sein. Du hast hier einen Punkt. Du hast hier was Wichtiges und solltest dich da nicht entmutigen lassen, ne? Also vielleicht wendest du dich hier auch wegen der zum Beispiel der Sache auch
mit deiner Mutter beispielsweise, ne, oder deinen Vater, und du wendest dich hier vielleicht an deinen Partner, der dieser, oder deine Partnerin, die Person, die eben dieser Ritter der Schwerter ist, und diese Person ist eben hier noch nicht so ganz in der Versöhnung und ist so ein bisschen kritisch, ne? Macht sich einfach nur Sorgen. Meint es gut, macht sich Sorgen und löst bei dir womöglich auch dadurch kein so gutes Gefühl aus. Aber es ist eine notwendige Herausforderung, ne? Also es ist irgendwie auch vorteilhaft, dass dieses Gefühl bei dir ausgelöst wird dadurch. Vielleicht geht es auch um was ganz anderes, ne? Vielleicht geht es hier allein um das Berufliche. Und dein Partner hat ein ganz anderes Problem, ein persönliches Problem, wendet sich an dich und sieht aber irgendwie keine Möglichkeit, dass ihr das zusammen lösen könnt. Oder es gibt eine Möglichkeit, sie bedarf aber sehr viel Mut von euch beiden. Ja, das könnte hier schon eine herausfordernde Situation sein. Aber der Mond ist eben eine notwendige Herausforderung und bedeutet dann auch oft, wenn man diese Herausforderung überstanden hat, wahrscheinlich eher gemeinsam überstanden hat, dass man dann auch zusammen etwas Neues erreicht, ne? Eine neue Sphäre betritt und etwas Neues erfährt. Und du bist ja selbst auch bereit für das Neue. Es benötigt ein wenig Mut. Vielleicht auch einfach den Mut, ehrlich zu sich selbst zu sein und ehrlich die eigenen Gefühle zu zeigen und zu kommunizieren. Was haben wir hier? Ein Problem löst sich auf. Und das sind eben diese drei der Schwerter. Und bring Liebe in die Situation, lieber Krebs. Das ist auch schön, ne? Bring Liebe in die Situation. Und dann kann diese sich weiterentwickeln, ne? Und es lohnt sich, in den meisten Fällen verständnisvoll zu sein. Lieber Krebs, ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit vielen interessanten Erlebnissen und Einsichten. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.